Ja, wir sind hier in Duisburg-Neudorf bei der Großbäckerei Düdder. Hans Düdder und Thorsten Düdder strahlen jetzt gerade eine Geschäftsfassade, ihre Geschäftsfassade, wo die Bäckerei, ein Blumengeschäft und die Pizzeria ist. Wie man sieht, mit Erfolg. Wir haben hier einen Trabettinstein, sehr weich, sehr schmutzig, hartnäckige Verschmutzung. Und wir setzen hier das Granatpuder ein, G1. Und haben die Einstellung S auf 0,5, Z auf 1,5 Liter. Heißt dann, wir kommen mit zwei kleinen Säcken anderthalb Stunden hin, haben dennoch einen niedrigen Wasserverbrauch, wie man sieht. Die große Herausforderung ist hier, hier sind die Fenster nicht abgeklebt worden, hier ist keine Plane gezogen worden. Lediglich eine Sondernutzung ist hier beantragt worden, um wenigstens die Autos vor den Geschäften nicht stehen zu haben. Ende der Mittagspause um 15 Uhr muss hier alles fertig sein, weil dann die ersten Kunden kommen. So, hier haben wir den Thorsten und den Hans Düdder. Sagt mal, Jungs, warum habt ihr euch das angetan in eurer Mittagspause? Ja, wir wollten ein schönes, sauberes Haus haben und den Leuten in Neudorf was bieten. Was ist denn einfacher? Brötchen backen, Kuchen backen oder jetzt hier so arbeiten? Ich backe lieber Brötchen mit Kuchen. So ist nicht so mein Ding. Aber musste durchgezogen werden. Ging ja nicht anders. Aber das Erscheinungsbild ist gut, das kann sich sehen lassen. Ihr wart ein gutes Team. Ja. Ihr wart in 2,5 Stunden, wart ihr rüber der Zug fertig hier. Jetzt können die ersten Gäste kommen. Jetzt können die ersten kommen. Jetzt können die Falschparker auch wieder wegfahren. Jetzt, ne? Ja, was hat jetzt die Beauftragung der Sondernutzung gekostet? 20 Euro. Also man kann sagen, also das lohnt sich Euro immer, ne? Nichts heimlich zu machen, anmelden, dafür sorgen, dass die Parkplätze frei sind. Ja. Und dann kann man mit gutem Gewissen, auch wenn die liebe Polizei kommt, die war nämlich nicht wegen der Reinigungsaktion, direkt da eigentlich wegen dem Falschparken. Ja? Genau. Und hier, das hat für euch gesprochen, ausgezeichnetes Ergebnis mit einer gewissen Portion Ehrgeiz dahinter. Ja, wir sind sehr zufrieden. Warum habt ihr nicht richtig abgeklebt und mit Plane und... Ja, hätte ein bisschen zu lange gedauert, so ging es schneller. Ja, wahrhaftig, das ging schneller und darum gehen wir auch schnell wieder zurück ins Studio. Danke.